Wir sprechen mit Jessica Tirandasi, der Geschäftsführerin der Diakonie Sozialstation in Mannheim. Ich grüße Sie. Ich sag mal, Sie arbeiten in der Tat an der vordersten Front, so salopp das klingt. Wie erleben Sie denn das Thema Vereinsamung von Menschen? Ja, das Thema Vereinsamung ist natürlich auch für uns oder für unsere Patienten oder die Kunden ein Thema. Wir erleben das so, dass wir schon wahrnehmen, dass auch vermehrt Anrufe bei uns eingehen, dass die Leute sich häufiger melden und auch vordergründig, sage ich mal, mit eher so ja, Lappalien nachfragen, wo man jetzt auch von ausgehen könnte, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Aber wir nehmen dann wahr, dass es für die Leute einfach wichtig ist, den Kontakt zu halten, mit jemandem zu sprechen, überhaupt ein Gespräch zu führen. Und je länger wir mit den Kunden dann auch telefonieren, so haben es mir die Mitarbeiter auch geschildert, merkt man, dass sie auch sich so ein bisschen entspannen in der Situation. Also die Leute suchen auch das Gespräch mit uns am Telefon vermehrt. Wie helfen Sie denn da konkret? Also wie können Sie Hilfestellung geben den Menschen? Also uns sind natürlich auch die Hände gebunden. Wir gucken, dass wir nach wie vor alle Einsätze, die jetzt auch notwendig sind, dass die von unseren Mitarbeitern auch durchgeführt werden. Aber darüber hinaus müssen wir natürlich auch schauen, dass wir gucken, wie wir unnötige Kontakte vermeiden. Aber wir stehen den Kunden auch wirklich rund um die Uhr am Telefon zur Verfügung und schauen, dass wir auch wirklich dann am Telefon dann Zuspruch aussprechen oder halt also einfach am Telefon da sein für die Kunden und Kundinnen weiterhin. Das Thema ist jetzt ja nicht neu seit Corona, das gab es ja auch vorher schon. Was sind denn Gründe, dass Menschen in so emotionale Tiefs fallen? Ja, ich denke, da spielt jetzt die, also es ist nicht nur Corona-bedingt, sondern ich glaube die Jahreszeit, gerade so November, Dezember, Januar ist auch so eine typische Jahreszeit für so ein, man sagt ja auch immer November-Blues und dann kommt Corona noch dazu. Also man merkt schon, dass die einen oder anderen also wirklich sich so ein bisschen schwer tun mit der Situation und da versuchen wir die dann einfach am Telefon aus diesem Loch da auch so ein bisschen rauszuholen und so ein bisschen wieder Mut zuzusprechen oder so Hoffnung zu geben für die kommenden Monate. Am besten wäre ja natürlich, wenn diese Menschen gar nicht auf ihre Dienste angewiesen wären. Was können Sie denn Menschen raten, die vielleicht davor stehen, sich einsam zu fühlen oder vielleicht auch deren Angehörigen, die das möglicherweise ja auch merken oder mitbekommen? Ja, kurioserweise ist es so, dass wir, da hatte ich mich jetzt auch extra nochmal rückversichert, dass es tatsächlich die Angehörigen sind, die besorgter sind als die Kunden oder Kundinnen selbst von einer Ansteckung. Es sind eher die Angehörigen, die dann auch mal einen Einsatz absagen, sodass also dann eben unsere Mitarbeiter gebeten werden, den Einsatz nicht durchzuführen. Die Kunden und Kundinnen selber, die ja auch, sage ich mal, zur Risikogruppe zählen, sind nicht unbedingt diejenigen, die dann auch Ängste haben. Also da sind eher wenige, die Angst haben, sich anzustecken, sondern die meisten sind eigentlich unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aufgeschlossen und freuen sich auch, wenn da jemand vorbeikommt. Wichtige Einblicke, Frau Tirandasi. Danke dafür und Ihnen alles Gute. Vielen Dank.